Stillgestanden, präsentiert das Gewehr. Warzone mischt die Battle Royale Community mal so richtig auf. Es gibt wieder Gesprächsstoff in einem Genre, das man scheinbar nur lieben oder hassen kann. Natürlich haben wir auch mal in Warzone reingeguckt und uns ist etwas aufgefallen. Hier sind die fünf Typen Warzone-Spieler, die euch in jeder Session vor die Flinte laufen. Seid ihr bereit, Rekruten? Willkommen zu Abdrücken für Anfänger. Bereit für Battle Royale mit Käse. Dafür braucht man nämlich ganz besondere Zutaten. Jeder nennt sie anders, aber wir nennen sie so. Fangen wir mal mit was Leichtem an. Camper, der klassische Multiplayer-Schädling, zeichnet sich besonders durch seinen geringen Bewegungsradius und das Verlernen des Schießens durch ständiges Herumsitzen aus. Klar, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn zu seiner Kimme, aber wenn ihr uns fragt, das müssen natürlich alles Zufallstreffer sein. Anders können wir uns das gar nicht erklären. Es muss doch einfach unglaublich langweilig sein, einfach nur so rumzusitzen. Die Giftwolke am Horizont kann doch wohl nicht wirklich genug Action sein, oder? Aber aufgepasst. Den Camper sollte man nie, wir wiederholen, nie mit dem Typen verwechseln, der alle anderen als Camper bezeichnet. Gemeint sind also alle, die nicht permanent sprinten und rumjumpen wie auf drei Stimulanzspritzen. Wir selbst würden natürlich nie campen. Nur mal ganz kurz warten. Ausruhen. Immer durchschnaufen. Ne? Unser Loadout checken. In Sicherheit. Hier, hinter der Ecke. Auf diesem großen Kran, der nicht einsehbar ist und zufällig am Rand der Gefahrenzone liegt. Also, ach, weiter. Ihr kennt sie doch auch, die Wildcard. Der Typ, der immer sein eigenes Ding macht. Ob im Squad oder im Trio. Für ihn besteht ein Team immer aus genau ihm. Ständig fuchsteufelswild unterwegs, am liebsten irgendwo im Nirgendwo, aber immer ganz weit weg vom Rest der Action. Klar, das fängt beim Absprung an und hört auf, wenn euch eben der Support fehlt. Trotz des ganzen Hightech-Geräts verlaufen, kein Ding für den King. Den King of Chaos, um genau zu sein. Wenn er nicht einsam und allein irgendwo am Rand der Map draufgeht oder gerade so wiederbelebt wird, schafft er es seltsamerweise irgendwie bis zum Ende dabei zu bleiben. Glück der Dummen oder irgendein Special Skill, wir wissen es auch nicht. Recht hat er mit seiner Strategie aber natürlich trotzdem immer. Die Warzone ist natürlich kein Wunschkonzert, aber mit zu vielen Solisten spielt es sich eben doch eher dissonant. Inside PlayStation Pro Tipp: Koordination, Koordination, Koordination. Sonst macht man sich den Multiplayer selbst unnötig asymmetrisch. Dafür gibt es doch extra Games, Freunde. Wirklich, klickt die Box. Manche haben es einfach eilig, ist ja auch okay. Mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens. Als Erster aus dem Flieger zu stürzen zum Beispiel. Was fast, aber nur fast, genauso cool ist, wie als Allererster im Gulag zu landen. Ja, können wir schon verstehen, als alte Modern Warfare 2 Nostalgiker. Wisst ihr noch, damals mit Soap und der Gang? Weiß. Aber zurück zu Warzone. Aus dem One-on-One kommt nämlich immer nur einer zurück. Der ganz besondere Nervenkitzel, wenn der Schwächste fliegt. Der freundliche Frühstarter übernimmt das für euch und hält die Wartezeit schön kurz und knackig. Und ist dann als Erster wieder in der Lobby. Irgendwie muss er sich auch in Topform halten. Fürs nächste Warm-up. Denn schon bevor es überhaupt richtig losgeht, hat dieses besondere Exemplar der Warzone-Biosphäre Blut geleckt. Und kommt im Pre-Match auf mehr Kills als später im echten Gefecht. Denn Kanonenfutter ist sein zweiter Vorname. Das Endgame kennt der Frühstarter naturgemäß nur aus Legenden. Gas is moving in. New safe zone located. Ja, und aus Livestreams vielleicht. Und aus diesem Video. Wir wollen ja nicht angeben, aber bitte als kleine Nachhilfestunde. Klar, es gibt viel zu tun auf dem Schlachtfeld. Aufträge, Scouting, den Dienst am Abzug als erste und höchste Pflicht natürlich. Aber der ein oder andere Player ist scheinbar von der Menge an Möglichkeiten ein kleines bisschen zu begeistert. Hey, ein Buggy! Los, alle rein! Und das, während die Kugeln dem restlichen Squad um die Ohren zischen. Irgendwie schafft er es dabei, am Ende sogar auf den Beinen zu bleiben, während alle anderen längst den Tauchgang in Richtung Grasnarbe machen müssen. Und das, obwohl er alles am wenigsten ernst nimmt. Statt euch Deckung zu geben, läuft er schon wieder ganz lässig in irgendeine andere Richtung und beschäftigt sich mit Loot. Während ihr also gerade so eure Haut rettet, freut er sich ganz unschuldig über neue Skins. Und wenn es dann wirklich darauf ankommt, ist unser spezieller Freund immer mit was anderem beschäftigt. Klar, ihr könnt euch zurück ins Match kaufen. Genug Kohle hat er sowieso eigentlich. Aber scheinbar auch irgendwie immer was viel Besseres zu tun. Was ist denn bitte mehr wert und wichtiger als ein Mitspielerleben? Hm? Wir wollen Antworten in den Kommentaren. Oder auch nicht. Ach ja, da ist er wieder. Der Typ, der immer das Mikro an, aber nichts Vernünftiges zu sagen hat. Das sind keine Worte, die da rauskommen. Wie seht ihr das denn? Team Mute oder Team Unmute? Kann ja auch vielleicht ganz spannend sein, neben dem Feuergefecht noch den Staubsauger im Haus des Kollegen zu hören. Oder? Oder seiner Mom.
Ah, und dann ist da natürlich noch der Typ, der aus dem Nichts auftaucht und dich ausschaltet, obwohl du ganz klar als Erster geschossen hast. Get your shit together, Activision. Das sieht doch wohl jeder, was für ein Quatsch das ist. Da hat der Server doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Na, und ihn gibt es natürlich auch noch. Das Dollargrab. Noch besser bekannt als der Kostenfaktor. Der, den ihr immer wieder zurück ins digitale Leben kauft. Und dann direkt wieder drauf geht. Okay. Ja, alles für das Team und so. Sagen wir selbst. Gut, ja, das waren jetzt drei glorreiche Kandidaten, bevor hier irgendjemand meckert. Aber sind es auch wirklich drei verschiedene Typen? Wir glauben eigentlich, es ist immer derselbe. Immer. Aber er vermehrt sich, wenn man nur eine einzige Sekunde nicht hinschaut. Wie macht er das bloß? Mitose? Okay, liebe Zonis, haben wir irgendjemanden vergessen? Was war denn bisher eure beste Bilanz in Warzone? Schreibt uns wie immer unten rein und dann zack, zack, zurück ins Bootcamp. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. In dem Sinne, eure Inside PlayStation Drill Sergeants. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real.